Classic Baseline. Moin Leute, was geht und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Just Cause 2 Multiplayer mit Middleshowbox und dem Sergeant Cola. Moin und wir machen heute Hello. So ein kleines Mischmasch aus ja, genau. Genervt werden von Spasten da oben. Oh nee. Ein bisschen Fun mit unseren Luftdruckpistolen, womit ihr ja. Dinge ein bisschen wegstoßen könnt. Oh, shit. Und? Ich bin an den Helikopter vorbeigeflogen. Warum bist du überhaupt weggeflogen? Du hast mich abgedingst. Das habe ich vorhin die ganze Zeit gemacht. Ja, guck mal, ich jetzt fliege, guck mal, ich bin gelandet im Wasser. Warte jetzt einfach hierher. Und was wir noch machen, ist euch neue News zu Just Cause 3 vorzustellen. Genau. Das ein bisschen unsere Berufung. Und zuerst erstmal, also es ist ein neuer, zumindest der erste Trailer von Just Cause 3 rausgekommen. Der Official. Ja. Genau. Der Official Trailer. Damit ihr erstmal wisst, worum wir überhaupt die ganze Zeit reden, seht ihr den jetzt erstmal. Peggy 18. So, genau. Und nach diesem Informationseinschnitt ja, wird Showbox mal ein bisschen neue Fakten erzählen und genau, wir werden noch ein paar Fakten hauen. Während ein bisschen Funny Moments mit meiner Luftdruckpistole penetriert wird. Spaß. Digga, du fliegst nicht mehr weg. Gib. Nein. Ach, ja, nein! Wahrscheinlich nicht, oder? Also du bist richtig weit weg. Andersrum geht das leider nicht, also Showbox kann mich nicht wegpusten, warum auch immer. Nee, das ist irgendwie. Ich mach das halt mit links. Junge, diesmal bin ich richtig weit oben. Ich bin ein standhafter Mann, ich kann mich nicht so leicht wegpusten. Hey, wo bist du? Ich würde gerne wieder zu dir fliegen. Da, ja, aber fang mal an, Showbox. Genau, und zwar kann ich noch ein paar Fakten raushören. Wie ihr schon den Trailer am Ende gesehen habt, wird es wohl einen kleinen Wingsuit geben. Also nicht mehr ihr Fallschirm landen, sondern ihr Falt. Wingsuit, Fallschirm landen. Das ist. Also ist sogar wie Far Cry 4, der Wingsuit. Genau, das ist wesentlich. Ich sehe gerade Lane nicht dort. Das ist wesentlich entspannter dann. Also ich mache jetzt wieder ein auf Incoming, Incoming Bomber. Ja. Und Kula muss mich jetzt versuchen, hier ein bisschen so aus der Bahn zu schießen. Ich visiere dich an. Sehen, wo du bist. So. Ja, okay, bitte, schaff es! Oh, Jesus! Ich hab dich zumindest abgebremst. Richtig krass, Alter. Okay. Ja, ihr seid genauso wie in Just Cause 2, wie in Just Cause 3 auch wieder dieser Rico Rodriguez. Rico Treves? Ja, ihr seid Jürgen Treves, genau. Und ihr müsst natürlich wieder Militärposten einnehmen. Diesmal soll die Welt viel mehr zerstört sein als alles andere. Das heißt, es gibt so der Bakula. Was? Buggy? Oh, shit! Ach so. Ich bin tot! Ich bin umgeflogen! Steig nochmal in den Monster Truck ein, oder ich mach's, ja. Ja, richtig lustig gerade, Alter. Genau, soll also die Welt soll ein bisschen mehr zerstörbar sein, wie ihr das auch selbst gedacht hättet. Und die Welt soll natürlich schön aussehen, ne? Also ist ja ganz genau, klar, wie also das Cause 2 hier ist. Wann? 2010?
Ja, 2010, 11 oder so. Ist rausgekommen und dafür, für die Zeit, ist die Grafik, guckt euch das mal an, ist die extrem gut. So, wenn ja, die Grafik damals schon so extrem gut war, dann erwarten wir viel von der neuen Grafik. Tschüss. Ist schon wieder so weit, Mann. Und ich erwarte auf jeden Fall mindestens Far Cry 4 grafisch. Ja, grafisch. Irgendwie auch. Es soll ja... super gemacht. Applaus für Schober an dieser Stelle. Es soll ja mit GTA mithalten können. Also man denkt natürlich nicht, weil die Verkaufszahlen nicht mehr zu hoch sein werden. Ja. Aber von der Sache her, Verkaufspotenzial und sowas, soll es mit Far Cry 4 mithalten. Steig mal ein. Und mit GTA, meine ich. So ist mir erst wieder gespawnt, genau. Übrigens, dieses Gerät hier. Das Gerät, Junge, guck mal, wo ich jetzt schon wieder bin hier. Der Gerät. Flug. Ja, hier, warte. Steig jetzt so, ein oder ich fahr los. Auch eine schwierige Sache. Es gibt die geregelte Zeiten. Nein, das ist wieder rausgestoßen. Oh, Jesus. Stell dich drauf und dann. Ding macht einen Abflug, komm. Hier, warte, chill. So, warte, hier. Nein, nicht schlagen. So. So, warte, jetzt muss ich mich wieder freilösen. So, warte. Lol. Ist drin? Ja. Hey, what the heck, ja. Oh. Okay. GG auf jeden Fall. Jetzt kannst du ruhig erzählen. Genau, jetzt ist ein bisschen easier. Also mit dieser Luftdruckpistole ist überlustig, Leute. Müsst ihr auch mal euch kaufen. Sag mal DLC, lustig. Also das kriegt man nicht im normalen Just Cause 2 mit. Nee, genau. Müsst ihr auch für ein paar Cent. Das ist aber relativ erschwinglich. Ja. Und jetzt des Weiteren, Just Cause 3. Diese Insel soll den wunderschönen Namen Medici tragen. Klingt ein bisschen orientalisch, so... vom Mittelmeer her. Digga. Mittelmeer ist nicht orientalisch. Nein, ja, mediterran meine ich, Entschuldigung, klingt nicht mediterran. Es soll auch so sein, also so, ich glaube, eher weniger Schnee oder auch so ein bisschen, aber mehr so, also Italien-Style, so ne? Ihr wisst, wie es. Und es soll auf jeden Fall in den Städten viel, viel mehr los sein, also nicht so wie hier, dass man wirklich nur in den Ballungsräumen mal drei Leute trifft, sondern hier sollen überall Haufen Menschen, also wie bei GTA noch ein bisschen krasser. Genau, Just Cause 2 ist ja auch eigentlich sowas wie GTA, nur mit Enterhaken. Genau, soll viel mehr so, viel mehr Action und überall so sein halt. Oh Gott! Oh Jesus! Hey, bei mir bin ich schon lange durch, das leckt bei dir ein bisschen daher, oder wie? Das leckt mir richtig hinterher, aber gut. Man soll auch mehr unter Wasser mitkriegen, also Taucherausrüstung und so ein Kack soll man auch immer mit bei sich tragen. Ja, bei GTA gibt es ja auch so richtig sinnlose Dinge wie Tischtennis spielen oder so. Ja, auf jeden, Alter. Der Greifhaken soll ein bisschen verbessert werden, also soll ein bisschen weiter, schneller und sowas. Und das Gute ist, das soll beides auch für die Xbox One und für die PS4 rauskommen. Ende 2015. Nee, aber das ist ja nicht so schlecht. Und man soll drei Objekte in einem Greifhaken zusammen. Das ist cool, da gibt es für Just Cause 2 so einen Mod, der irgendwie ja, genau. Kein funktioniert. Nee, cool, auf jeden Fall, ihr guckt mal hier die Stadt an, hier fährt nichts und niemand lang. Nee. Keine Menschen und alles. Hier auch auf den. Beim Singleplayer sind ja die Straßen bestimmt etwas voller. Ja, aber wirklich nicht so doll. Da gibt es ja diesen Mod. Just Cause 3 soll da richtig viel los sein, angeblich. Ja. Wir hoffen, wir können noch nicht sagen, weil es wirklich Vorbestellen noch ein Jahr kostet hin. 50. Aber es wird bestimmt eine coole Beta geben. Auch zum Online-Test, denn Online-Ding soll das ja auch bekommen. Genau, da sind wir sehr optimistisch. Das, was ich auf jeden Fall drin haben würde, ist auf jeden Fall der Multiplayer, weil den gibt es ja jetzt in Just Cause 2 nur so extra. Und dass es halt noch so mit Mods bleibt. Also dass man halt Mods runterladen kann. Das hat ja auch nicht jedes Spiel. Genau. Ich kenne halt keins also außer Minecraft. Das größte Merkmal, der Hauptcharakter von dem Spiel soll sein, dass man halt noch diese kleinen Basen einnimmt, was man in den Trailer auch sehr gut sehen kann. Da sind taufende Wachtürme dargestellt, dann diese großen Statuen, die sich in tausende Stücke zerteilen lassen, was jetzt auch schon möglich ist, aber was dann viel mehr möglich sein wird, das war knapp. Der Baum kam unerwartet, ich bin tot. Was? Okay. Ich bin ausgestiegen. Mob dich einfach zu. Ja, genau. Und es soll auch, wie gesagt, wieder so einen neuen Anführer geben. Irgendwie ein bisschen mehr so in... Also ich hoffe, ich sage nichts Falsches, aber für mich sah die Statue so eher so wie Stalin oder sowas aus. Also so eher russisch und nicht so Pegan-Min typisch. Macht jetzt irgendwie keinen Sinn mit Mediterran und Stalin. Nee, das ist irgendwie nicht so, aber mal gucken, wer da vielleicht die Mischung. Der Boss ist. Stalin in es wird Madrid. Auf jeden Fall wieder eine Menge Action geben, was ich sehr cool bei Just Cause 2 finde, also viel besser als bei GTA, weil das ist einfach Just Cause 2, da kannst du viel geiler Action Sachen machen. Ist halt so, ne? Ja. War auch günstig geparkt. Oh, nee.
Lol. Hast du überlebt? Ja. Aber Wattenlacker. Mit dem Pixel leben. Wattenlacker. Kommst du runter? Mal gucken, wie. Ja, ich bin unten. Mal gucken, was wie ich das mir auch persönlich mit den, sehr gut für Just Cause 3 vorstellen könnte, ist, dass. Ja, oder so. Ist, dass man halt so richtig volle Städte hat. Also so richtig voll halt, wo 1000 Leute sind. So New York-Style oder so. Das könnte ich mir richtig gut vorstellen, wenn man dann da. Halt wie in GTA, das halt richtig viel los ist. Ja, nur noch ein bisschen mehr dann halt. Und das in guter Grafik. Ich meine, GTA-Grafik, erste Version, okay. PC-Version soll ja auch supi werden, kann ich mir aber auch nicht so gut vorstellen. GTA 6 kommt vor GTA 5 vom PC. Ja. PS4 hat GTA 6, bevor wir GTA 5 haben. So na, wahrscheinlich, oder? Naja, ist so. Ansonsten soll das Spiel natürlich wieder irre Stunts bieten und alles, was es auch bietet. Es soll viel mehr Interaktion mit den Städten geben, also sowas wie Wettrennen und sowas. Was auch wieder hoffen lässt, dass es einen Koop-Modus geben wird, weil ich meine, wenn man dann Wettrennen macht, warum alleine, warum nicht zu zweit? Ja. Und das werden wir dann natürlich live, ich backe. Oh, cool. Das würden wir dann natürlich live mit euch teilen, ne? Digga, chill. Ja. Also ich nehme an, wenn es einen Koop-Modus gibt, dann werden wir den auch durchzocken, wie es gehört. Oh ja. In alter Just Cause 2 Manier. Also, ist eigentlich, Just Cause 2 ist eigentlich sowas übelst wie GTA. Vielleicht, ja, vielleicht wird doch ein bisschen mehr so jetzt auf die Waffen so gesetzt, dass es Scopes gibt und so. Das wäre ja, jetzt das cool, wenn man cool kann jetzt irgendwie, es gibt immer so ein Auto-Aim, das ist jetzt auch nicht immer so ganz, ja, okay, GG. Aber guck, na, fast gerade gelandet. Ja, fast, Alter. Ja, kannst fast auch abheben mit Shift. Mit, ja, ich möchte jetzt hier in der Stadt nicht wirklich Boost machen. Wir fahren mal YOLO kurz. Nein, nicht YOLO. Okay. Warte, ich hatte eine Idee. Warte. Mach mal Slash. Ah, ich will chatten. T, Slash. Waterburg. Nice. Jetzt können wir auch auf dem Wasser fahren, rein theoretisch. Ja. What? Wo bist du? Ich kann nicht einsteigen. Ich fall wieder raus. Nee. Hier, komm. Warte. So ist halt geil. Sowas ist halt Just Cause 2, dass man irgendein Bullshit macht. Das ist Just Cause 2, ja, Foko. Das ist halt Just Cause 2 Mods. Wir haben aber auch festgestellt, dass die Server, was man auch mit einem Entwicklungspatch bestimmt von den Entwicklern beheben könnte, dass die Server ziemlich so spielerseitig verlaufen. Das heißt, wenn bei Cola irgendwas passiert, ist bei mir nicht passiert. Ja. Und das könnte man bestimmt, also wenn die das dann selber machen und solche Mods reinnehmen, das wäre echt krass. Das wäre wirklich cool, wenn es so verschiedene Server gibt mit irgendwie anderen Modi. Das heißt, ja, was jetzt hier halt bei in dem Just Cause 2 gibt es höchstens drei große, nein nicht höchstens, also auf jeden Fall hier die drei großen Städte. Aber die großen Städte da sind meiner Meinung nach nicht wirklich gerade große Städte, sind irgendwie ein paar kleine Häuser und mal ein Wolkenkratzer oder sowas. Wolkenkratzer, ja, Junge. Sonst hast du in den großen Gebirgen und Wüsten eigentlich nichts. Ja, nur so kleine Dörfer halt, aber was, wenn der jetzt so richtig riesen Städte, so richtig viel, so richtig fucking groß. So beträgt so helle Grafik und so richtig strahlend. Das wird bestimmt geil. Das könnte ich mir auch richtig gut vorstellen. Eure Erwartungen reinschreiben. Persönlich mit der Story, ich bin nicht so der Mensch, der so viel mit Story spielt. Geschweige denn, dass die Story so gut sein wird. Das wird wieder eine typische Hau-Drauf-Story sein. Kill die Leute, geht dahin, so nach dem Motto. Wo steht unser Benzin? Mal gucken, ob die so geil sein wird. Was ist denn jetzt, wenn unser Benzin alles? Ja, gute Frage, was das ist, ne? Wir haben jetzt. So mal die Rampe hier zu nutzen, das dicke Gebirge. Wir haben jetzt kein Benzin mehr. Juckt das Auto aber nicht. Ne. Oh. Doch, wir nehmen langsam an Geschwindigkeit ab. Am Nein. Fuß geht's wieder hoch. Lol. Oh shit. Oh shit. Ich bin tot, Mann, ist doch lachhaft. Überlebt. Ja, du als Beifahrer überlebst du irgendwie immer. Krass, Junge. Genau, ganz also was ist das mit den DLCs und so, das wäre schon geil, wenn das ein bisschen was bleibt. Aber ansonsten ein bisschen andere, allgemeines anderes Umgebungsfeeling so. Wäre ganz schnicke. Cool, du kannst dich zu mir porten. Kurz noch. Das kann ich in der Tat tun. Wir, ja, also ich fand den Trailer jetzt nicht so unbedingt aussagekräftig. Nee, aber ich fand ihn halt gut gemacht so. Also, ja, ich fand ihn auch passend zu. Digga, was passiert?
Okay. Ich hatte mal eben meinen Enterhaken quer durch die Welt. Bin hier hochgeschlürft. Okay, flieg los. Bist du dran? Ja, ansonsten, wie gesagt, schreibt eure Erwartungen oder ob ihr irgendwie mehr, ob ihr überhaupt Just Cause 3 sehen wollt. Das wäre auch mal ganz wichtig zu wissen. Man muss natürlich sagen, führt uns Showbox jetzt hier irgendwo hin? Ja. Oh. Mach mal. Wo sind wir eigentlich? Am Arsch der Welt. Flieg mal ganz hoch. Bei mir geht. Wie geht Boost? Es geht bei mir nicht. Flieg einfach frontal gegen das Haus zum Schluss. Ja, okay, Jolo. Nein. Oh shit. Oh shit. Oh nein. Ihre. Lol. Hä? Der Beregen ist komplett ganz. Hä? Ja, das meine ich halt. Das ist halt so. Ist komplett so ganz und ich. Die Spielerseite. Drin und spiele. Fliege. Nice. Ja, spielen auch. Ist übrigens schon wieder Nacht. Wir haben jetzt euch einen gesamten Tag unterhalten. Oder ja, ein Just Cause 3. Wir können sogar noch immer noch Sonnenuntergang angucken. Wir haben ein bisschen noch Orangen Himmel. Geil. Mond ist noch da. Ansonsten, wenn es euch gefallen hat und ihr mehr von so ein bisschen News und Fun gemixt sehen wollt, lasst positive Wertung da. Wenn nicht, wenn ihr fandet, das war irgendwie zu undurchsichtig oder sowas, dann schreibt es auch in die Kommentare. Und auf jeden Fall, dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao, Leute. Haut rein.